Also ich war mir sicher, dass ich es nicht mehr selber unter Kontrolle habe und ich war definitiv auch nicht mehr sicher, ob es das war. Ich bin von den Rall abgesprungen, kann ich schon fast sagen. Ich habe das Rall da geschmissen, habe mich in den Boom gehauen und so wirklich das Rennen angefangen, weil ich einfach so frustriert war. Ein normaler Urlauber braucht eine ganze Woche dafür, du machst das in 24 Stunden ungefähr. Nichts ist schlimmer, wenn ich in eine Situation komme, wo ich nicht mehr weiter weiß. Dann bin ich hilflos und dann kann ich nur mehr hoffen, dass nichts mehr passiert. Extremsport ist eine Möglichkeit, um persönliche Grenzen auszutesten und sich von der Schnelllebigkeit des 21. Jahrhunderts abzukapseln. Auf sich allein gestellt sein und enorme physische und psychische Herausforderungen zu meistern, das ist, was Extremsportlerinnen und Extremsportler oftmals vereint. Bei den Ultradistanzen im Radsport ist einfach das echt Schöne, dieses Gefühl, dass ich eigentlich nichts dabei habe. Alles da auf ein paar Taschen halt irgendwie drauf und es ist ganz simple Technik, also da ist nicht viel, was kaputt gehen kann, was du unterwegs nicht ganz machen kannst. Und das ist schon eigentlich nochmal cool, weil das ist so ein bisschen ein Gefühl, was wir eigentlich in unserem normalen alltäglichen Leben nicht mehr haben, dieses in der Form rauskommen und sich entkoppeln und einfach nochmal so ein ursprüngliches Erlebnis zu haben, halt auch draußen zu schlafen, dass sich das ganze Leben wirklich in der Natur halt abwickelt und man eigentlich nur hin und wieder mal Nahrung, Wasser etc. vielleicht in Shops oder sonst wo auffüllt, teilweise aber sogar Wasser filtern oder sowas, wo man sich erstmal damit beschäftigen muss. Ich glaube, dass das einfach so eine Erfahrung ist, die einem auch dann, wenn man zurück in den Alltag kommt, halt sehr helfen kann, weil man auf einmal mal wirklich, wirklich abschaltet. Also da ist halt nichts mit am Abend einmal das Handy in die Steckdose laden, dann machst du es halt im Flugmodus, weil du willst den Strom nicht verbrauchen. Wir haben mit dem Sportsoziologen Ottmar Weiß gesprochen, der uns erklärt hat, was Extremsport für ihn ausmacht. An sich in der Literatur findet man keine Definition von Extremsport und jeder Extremsportler oder Extremsportlerin hat eine eigene Vorstellung von seinem, ihrem Sport. Aber mein Verständnis von Extremsport könnte man in der Richtung vielleicht formulieren. Es handelt sich um Spitzensportler oder Profisportler, die an ihre Leistungsgrenzen gehen und auch darüber hinaus über einen längeren Zeitraum. Im Zuge unserer Untersuchung haben wir die Sportpsychologin Frau Bernhardette Maurer-Grubinger in ihrer Praxis besucht. Sie hat für Red Bull über viele Jahre Extremsportlerinnen und Extremsportler betreut und kümmert sich auch heute noch um Ausnahmeathletinnen und Athleten. Sie hat uns erklärt, welche Motive Extremsportlerinnen und Extremsportler verfolgen. Die Motive für einen Extremsport sind unterschiedlich. Man bekommt Einblicke, die Sportler versuchen es zu erklären und auch zu beschreiben, was sie dazu treibt. Und jeder hat seine eigenen Worte, jeder hat seine eigenen Gefühle, die er da erlebt und die einen dazu führen. Und auch unterschiedliche Ausgangspunkte. Manche beginnen aufgrund gesundheitlicher Probleme vielleicht mit dem Sport und gehen dann immer einen Schritt weiter. Manche vielleicht aufgrund von beruflichen Dingen, wie zum Beispiel jetzt bei Piloten oder so. Da hat man das gelernt in der Ausbildung und treibt es dann weiter und macht dann auch extreme Sachen im Flugzeug oder im Hubschrauber oder wo auch immer. Die Motive, die oft beschrieben werden oder die oft angegeben werden von den Sportlern, ist sicher die Grenzerfahrung. Ja, die eigenen Grenzen spüren und entdecken und diese auch immer wieder zu verschieben. Und sagen, okay, ich kann da drüber gehen, ich kann mich weiterentwickeln, ich kann die nächste Herausforderung annehmen. Also ich kann es nur so immer mitteilen, wie ich das erlebe bei solchen Wettkämpfen. 5% von allen Startern machen das aufgrund vom Leistungsgedanken. Die wollen auf Stocker laufen, wollen eine gewisse Zeit. Aber der Rest macht das wegen einem Abenteuer. Die machen das auch vielleicht ein bisschen prozessorientiert. Die wollen diese 100 Kilometer super durchkommen.
Es gibt eh, da läuft es nicht. Es gibt Alpinisten, die möchten sich bei so einem Wettkampf an und gehen das durch. Ja. Warum ich das mache, mir ist das Abenteuer sehr wichtig. Ja, also wenn man 100 Kilometer in einem gewissen Gebiet läuft, dann läuft man das ganze Gebiet in einem Tag maximal ab. Ein normaler Urlauber braucht eine ganze Woche dafür, du machst das in 24 Stunden ungefähr. Also man sieht sehr viel und für mich ist das ein Abenteuer. Jedes Mal aufs Neue, sich diesem Abenteuer zu stellen, ist das, warum ich das betreibe. Für viele Athletinnen und Athleten ist es nicht nur ein Weg, ein Abenteuer zu erleben, sondern auch eine Möglichkeit, die eigenen Grenzen auszutesten. Doch wie kommen Extremsportlerinnen und Extremsportler an ihr Limit? Eigentlich ist es in gewisser Weise so, dass man natürlich als Sportler, wenn man sehr viel trainiert, seinen Körper sehr genau kennt, was auch irgendwie schön ist. Und dann hat man gewisse Leistungen, die man erbringen kann, wo man einfach weiß, dass das kann ich jetzt den ganzen Tag machen oder das kann ich auch 3 oder 4 Tage machen. Und dann gehen natürlich Sachen schief, weil man isst vielleicht was Falsches und dadurch läuft es dann mit der Ernährung und dem ganzen Hygiene in der Wildnis nicht mehr so ganz, wie man sich das eigentlich vorgestellt hätte. Das ist dann vielleicht das, wo man sagt, okay, da ist man jetzt aus seiner Komfortzone raus und hat definitiv seine Grenze überschritten. Aber generell ist vor allem im Ultradistanzsport die Kunst, dass man seinen Körper genau so beherrscht, dass man permanent nur das tut und auch durchzieht, was man kann und wo man sich wohlfühlt. Sportlerinnen und Sportler bereiten sich auf Extremsituationen nicht nur körperlich, sondern auch mental vor. Wenn ich mir einen Wettkampf ganz genau anschaue und im Detail durchspiele, kommt das Visualisieren häufig zum Einsatz. Das ist ein mentales Training. Ich gehe die Strecke im Kopf durch und schaue mir die einzelnen Situationen an. Was kann passieren? Wie wird es mir gehen? In welche Zustände komme ich? Welche Gedanken werden auftreten? Was wird mein Körper sagen, schreien vor Müdigkeit, vor Erschöpfung und auch vor Schmerzen. Und so kann ich mich darauf vorbereiten und habe auf alle Fälle schon einen Vorteil. Nichts ist schlimmer, wenn ich in eine Situation komme, wo ich nicht mehr weiter weiß. Dann bin ich hilflos und dann kann ich nur mehr hoffen, dass nichts mehr passiert. Und genau dieses Wissen und diese Analyse und diese Vorbereitung hilft mir, dass ich die Kontrolle bewahre und auch mental stark bleibe. Doch wie sieht so ein Grenzerlebnis im Detail aus? Dazu haben wir innerhalb unserer Forschung den Radfahrer Thomas Haas besucht. Er ist der erste Sportler, der das Race Across America als Typ 1 Diabetiker abgeschlossen hat. Und diese prägende Erfahrung hat er mit uns geteilt. Also Grenzerlebnis war sicher der Schlafentzug, der permanente. Und das weiß ich noch ganz genau, da bin ich aus der Senken reingefahren und bin dann in meiner Müdigkeit schon auf die Gegenfahrbahn umgekommen. War Gegenverkehr leider. Und mein Team, die haben jetzt schon gemacht, jetzt ist der Unfall perfekt. Und haben mich aber mit Lautsprecher und Hupen haben mich die Woche gehalten dann. Und ist gut gegangen, die Situation. Und oft haben wir gleich einen Powernap gemacht, kurz drauf, weil es war einfach zu gefährlich. Also, und oft dann Powernap, 15 Minuten schlafen, also maximal 20 Minuten vom Radl runter. Und oft bin ich weggefahren und habe mir geglaubt, jetzt ist es klasse, jetzt bin ich wieder fit. Und oft bin ich vielleicht 3 Minuten gefahren und oft war genau das Gleiche wieder. Oft bin Das weiß ich noch so genau, das war so eine Rosenfläche vor einem Haus. Ich bin von den Rall gesprungen, kann ich schon fast sagen. Ich habe das Rall da geschmissen, habe mich in den Boden gekaut und so wirklich das Rennen angefangen, weil ich einfach so frustriert war, weil jetzt mache ich einen Powernap, vergeude da Zeit, weil es geht auch im Endeffekt geht es um die Zeit. Und oft hat das null gebracht. Mein Team ist da gestanden, die haben gemeint, ja, jetzt ist es vorbei. Jetzt, und, ich bin dann wahrscheinlich
5 Minuten, man meint, das ist eine Ewigkeit. Vielleicht 5 Minuten am Denkgang, auf einmal bin ich halt trotzdem wieder aufgestanden, weil ich also gewusst, ich muss weiterfahren, weil aufhören war eigentlich nie eine Devise. Aufhören war auch für Max Riese keine Option. Das wird deutlich, wenn er von seinem Grenzerlebnis während des Silk Road Mountain Race in Kirgisistan erzählt. Wirklich komplett überraschend, innerhalb von wenigen Minuten die Kontrolle verloren habe, war während des Silk Road Mountain Race im Hochgebirge in Tian Shan Mountains am Tong Pass. Der ist über 4000 Meter hoch und ich bin eigentlich bei bestem Wetter da drauf. Dann aber irgendwann mich doch mal umgedreht und dann gesehen, dass hinter mir eine riesen schwarze Wand kommt und dass ich eigentlich ziemlich einen Rückenwind schon hatte, dass das das ist dann innerhalb von 3 Minuten da gewesen. Das Problem ist halt da oben, wenn man so einen Fehler macht, dass man eine Wettersituation falsch einschätzt. Das ist eine Steinwüste und da gibt es keinen Unterschlupf. Ich habe also nur noch schnell schauen können, dass ich irgendwo was finde, was höher ist als ich, weil das war ein ziemlich starkes Gewitter. Und das Einzige, was du dort findest, sind irgendwelche Steine, die vielleicht kniehoch sind. Und wenn man dann in einer Rettungseingedecke eingewickelt, dann an Gewitterschauer mit Hagel und sonst was abwartet. Es gibt keine Blitze, also wenn du in der Gewitterwolke selber bist, dann ist halt alles hell. Und dann ist der Donner so laut, dass du einen Tinnitus den restlichen Tag davon hast. Und du liegst dort, also ich meine, es waren glaube ich 12 Minuten, die das drüber gezogen ist oder sonst was. Aber also ich war mir sicher, dass ich es nicht mehr selber unter Kontrolle habe und ich war definitiv auch nicht mehr sicher, ob es das war. Also ja. Aber der entscheidende Punkt in dem Moment ist halt, dass man trotzdem halt die richtigen Schritte macht. Was hilft mir jetzt? Ich schaue auf jeden Fall, dass ich nicht der höchste Punkt in der Landschaft bin. Die Rettungsdecke wird mir vielleicht auch helfen gegen die Kälte und alles. Also alles anziehen, was du halt irgendwie kannst. Und dass du das dann halt abwartest und nicht versuchst halt wild rundrennen oder vielleicht dich in der Panik nur irgendwo verletzt, weil du irgendwo drüber stolperst. Derartige Extremsituationen belasten den Körper stark und dabei kommt es auch immer wieder zu Verletzungen. Günther Ammesberger, Sportwissenschaftler und Universitätsprofessor in Salzburg, kann uns dazu mehr erzählen. Das ist ein sehr spannendes Thema, weil ja eines der typischen Phänomene ist, sozusagen Schmerzen, Blasen, was auch immer, einfach auszuhalten und nicht wie, unter Anführungszeichen, Durchschnittsmenschen zu sagen, hoppala, da ist eine Verletzung, jetzt höre ich sofort auf. Und es gibt letztlich also ambivalentes Verhältnis. Einerseits sind sie sehr um ihren Körper besorgt oder das ist natürlich auch ihr Instrument, etwas zu erreichen und auf der anderen Seite können sie aber abschalten und Schmerzen in einem Ausmaß ertragen oder Verletzungen in Kauf nehmen und trotzdem noch performen, wie das andere kaum können. Also das ist ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis letztlich zum eigenen Körper. Die Anzahl der Events und die Zahl der Sportlerinnen und Sportler sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Es kommen ständig neue Ultra-Events in unterschiedlichen Sportarten dazu. Doch wie lässt sich dieser Trend aus soziologischer Perspektive erklären? Identitätsbestätigung braucht der Mensch. Bestätigung als jüngstes Kind in der Familie, Arzt, Krankenschwester, Schüler, Lehrer und so weiter. Und auch im Sport versuchen wir, unsere Identität ständig zu bestätigen. Und Extremsportler versuchen das mit ihren Leistungen, über die Leistung im Sport versuchen sie ihre sozialen Grundbedürfnisse, eben das Bedürfnis nach Identitätsbestätigung zu erfüllen. Das ist im Wesentlichen der motivationale Hintergrund, warum Menschen eben ihr Leben riskieren. Es geht nicht nur um Geld, es geht um dieses soziale Grundbedürfnis. Und der Punkt ist, dass man im Sport soziale Anerkennung oder Identitätsbestätigung leichter erfahren kann als in anderen Bereichen, weil im Sport die Leistung sichtbar und erlebbar ist. Sie ist vergleichbar, sie ist nachvollziehbar und die Regeln im Sport sind transparent.
Eine andere Argumentation ist natürlich, dass in unserer Gesellschaft enorm viel Raum inzwischen für solche Möglichkeiten einfach überhaupt gegeben ist. Also während es früher ganz wenige Personen waren, können heute eigentlich viele realisieren, was sie sich vorstellen. Also es ist ein freierer Raum verfügbar und mehr Ressourcen, um solche Dinge umzusetzen, bis hin zu den technischen Möglichkeiten, die sich inzwischen entwickelt haben. Und dann gibt es natürlich auch noch diese Theorie, die im Wesentlichen auf Bette beruht, wo man so sagt, es geht vor allem darum, aus der Abhängigkeit anderer Personen herauszusteigen und etwas zu tun, wo man nur selbst letztlich dafür verantwortlich ist. Also es wird als Selbstermächtigungstheorie beschrieben und das heißt, ich bin die Person, die sich jetzt mit der Wüste, mit dem Berg, mit dem Wasser auseinandersetzt und da geht es nicht darum, was eine politische Entscheidung sagt oder wie wir es jetzt haben, ein Lockdown, sondern da bin nur ich für mich verantwortlich, mich dem zu stellen und alles, was passiert, ist letztlich direkt von mir gesteuert. Die Wissenschaft erklärt den derzeitigen Run auf den Extremsport auf Basis von verschiedenen Blickwinkeln. Günther Amesberger, Sportwissenschaftler der Uni Salzburg, hat zur Zukunft des Extremsports seine Gedanken mit uns geteilt. Es wird sehr spannend sein, ob das auch im Unterschied zu anderen Bereichen dann oder im Vergleich zu anderen Bereichen irgendwann ein bisschen verschult. Weil das Spannende ist ja, das ist ja sehr, sehr stark ursprünglich von individuellen Impulsen ausgehend, dann sieht man, dass technologische Aspekte eine riesige Rolle spielen, dahinter Firmen und viel Geld steckt und Medien, die versuchen, das zu inszenieren und entsprechend zu transportieren. Und wo sich das dann letztlich da verorten wird, ob dieser Wirtschaftszweig, der ja letztlich damit massiv verbunden ist, die Dominanz übernehmen wird oder ob es irgendwann eine Schule für Extremsportler geben wird, im Sinne einer Kaderschule dafür, wie wir es im Leistungssport haben. Also das ist eigentlich eine spannende Frage, die eigentlich schwer zu beantworten ist im Moment. Insgesamt zeigt sich, dass Sportlerinnen und Sportler verschiedene Gründe haben, um Extremsport zu betreiben und ihren Körper an seine Grenzen zu bringen. Während im Leistungssport jedoch der Leistungsgedanke im Vordergrund steht, sind es im Extremsport die persönliche Auseinandersetzung mit dem Körper und der Natur sowie die Selbstbestimmtheit über die Situation, die Extremsportlerinnen und Extremsportler prägen. Wie und wohin sich extreme sportliche Disziplinen entwickeln, bleibt offen und ist im abwechselnden Zusammenspiel aus Gesellschaft und Sport zu untersuchen.